Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Division 2 und wir stecken hier mittendrin in der Fahndung. Oh, da hinten sieht man den Obelisken aus Washington und dieser Waschbär scheint wohl das Zeitliche gesegnet zu haben. Wir haben die 3 Kontrollpunkte eingenommen und jetzt müssen wir hier noch einen Rettungseinsatz machen, aber ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil irgendjemand springt da drüben rum, irgendwas lauert hier. Ach, da sind sie, die Buben und sagen nichts. So, das wird aber noch nicht der Rettungseinsatz sein. Hey, bloß weg von dir! Ja, genau. So, Dele, jetzt, Dele, ne? So, da unten müssen wir, glaube ich, runter. Oh, ist da noch die Munition explodiert? Da müssen wir, glaube ich, runter. Da unten, da wird's heikel. Rettungseinsatz. Was war das? Ach so. So, immer mitnehmen, bevor es jemand klaut. Rettungseinsatz. Ach, das ist nicht doch. Was ist. Hä? Confusion? Wo seid ihr denn? Ach, da ist was. So, wir robben uns mal ein bisschen vorsichtig ran, weil die letzten Male haben wir uns doch ein Pushen jetzt wieder. Und man kann sich ja hier auf keinen mehr verlassen. Registriere zusätzliche Feindkontakte. Weil ich habe es ja schon angesprochen hier mit den Kollegen von den Kontrollpunkten, mit den Trupps. Wir müssen unbedingt ein bisschen an unserer Kommunikation arbeiten. Den nehmen wir auch weg. Feinde erkannt. Naja, solange die Feinde ja nicht... Komm weg. Solange die Feinde nicht von hinten kommen. Das ist immer meine größte Sorge, dass sie uns in den Rücken fallen. So, im Moment haben wir hier eine ganz gute Stellung. Aha. Wo ist denn die Drohne? Macht die gerade Mittag oder was ist los? So, nee, oh, da komme ich ja ins Kreuzfeuer. Aber apropos Kreuzfeuer, nehmen wir mal hier ein bisschen Brandmunition mit. Okay. Ja, das Ganze unterstützen wir etwas. Aber irgendwas muss doch hier auf der linken Seite noch sein. Okay. Zugangsschlüssel entdeckt. Ist das unter uns? Ups. Was ist denn die Drohne? Ist das unter uns? Das ist unter uns, oder? In der Nähe, ah, da ist noch irgendwo einer. Ich fass es nicht. Da oben? Ich fass es nicht. Der traut sich was. Gehört der hier dazu? Hilfe! Ja, wie Hilfe? Nix Hilfe. Hilf dir selbst, dann hilft dir... Keine Ahnung wer. Super. Die Drohne kann ich dann nicht hochschicken. Aber ist egal. Wir brauchen eigentlich nur diesen Schlüssel. So, und jetzt müsste doch irgendwo das Kistle sein. Ist da irgendwas? Nein. Brauchen wir nichts. Wo ist denn jetzt die Kiste? Ist die unter uns? Geisel freilassen. Ach so. Kurz überlegen. Nee, Geisel freilassen. War das denn irgendwo hier? Keine Spur von niemandem. Agent fordert Verstärkung an. Puh, ah, da, im Container. Die sind im Containerdorf. Nein, kein Fehler. Nein, Ma'am. Ziel im Blick? Nein, Ma'am. Haben wir wenigstens eine Bestätigung, dass er noch da ist? Nein, Ma'am. Haben wir irgendwas?
Wir haben Aufnahmen, wie er nach Coney Island ins Weiße Haus gebracht wurde. Er war schwer verletzt. Keine weiteren Luftaufnahmen. Lebt er noch? Kann ich derzeit nicht sagen. Wenn er noch lebt, haben sie ihn nie rausgelassen. Ja, super. Haben wir uns jetzt hier selbst eingesperrt, oder was? Ja, hallo? Ich glaub's ja gar nicht. Haben die einfach hinter uns die Tür zugemacht und abgeriegelt? Mensch, Mensch, Mensch. Zum Glück können wir uns teleportieren. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken. Da müssen wir hin. Aber wie kommen wir da am geschicktesten hin? Indem wir diesen Kontrollpunkt hier... Diesen Kontrollpunkt... Das Ziel befindet sich in Ihrer Nähe, Agent. Ja... Ich bin gerade ein bisschen gefangen mit meinen Gefühlen oder in meinen Gefühlen. Ich fass es nicht. Hat die mich in den Container eingesperrt? Jetzt bräuchte ich einen Agent, der mich befreit. Okay, erstmal Moon. Dann holen wir uns diesen Kopfgeld als kleinen Bonus. Augenblick. Bevor wir wieder hier planlos unterwegs sind. Wir müssen hier links lang. Augenblick. Hier? Ne, hier. Verwirrt und planlos. Mal kurz an der Nase. Aha. Ist er weg? Ist er weg? Okay. Mal ein bisschen hier plündern. Plündern, plündern. Den Plunder plündern. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ja. Verbündet. So, müssen wir ins Parkhaus rein, oder? Mhm. Ah. Das Bubele ist da. Da ist das Bubele. Tut mir leid. Ich habe dir in den Rücken geschossen. Ich habe auch ein schlechtes Gewissen. So, da haben wir irgendwo eine kleine Rakete, beziehungsweise ein Buschen, genau, Munition für meinen Raketenwerfer. Ah, da müssen wir hoch. Da werden wir wohl eingeladen, hochzugehen, ne? Ups, ah ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Aha. So, besser wäre es natürlich, wenn wir irgendwie da oben sein könnten. Ja, die werden uns wohl sehen. So, kommen wir da hin. Da kommen wir hin. Damit sind wir in guter Position. Jetzt werfen wir noch eine Granate. Und dann wissen sie, dass wir da sind. Ja, liegen bleiben hilft dir überhaupt nicht. Legt er sich das schon wieder hin? So, da hinten kommt noch mehr raus. Wie? Ich denke, wir nutzen die Zeit, um hier hoch zu klettern und uns in eine bessere... Ah ja. So, da kommt noch mehr Material. Ja, nimm mir das Bild aus dem Gesicht.
Ziel. Ja, ist ja sonst keiner da, ne? Insofern gebe ich dir recht. So, was haben wir jetzt hier? Alltagsrucksack. Irgendwas tut sich hier. Achso, das waren, glaube ich, nur irgendwelche Tore, die hochgegangen sind. Gut. Ich dachte schon, da kommt jemand. So, dele. Jetztle. Also irgendwas höre ich. Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber ist das jetzt unter uns? Kann das sein, dass es unter uns ist? So, der Corporal, der Corporal. So, also ich glaube nicht, geht's hier irgendwie runter? In die Tiefgarage, oder? Da sind sie doch, die Buben. Die Buben, die Buben, die Buben. Soweit so gut. Wie kommen wir jetzt da rein? Ah ja, okay. So, ein bisschen auffüllen, was auch immer. So. Okay. Okay, na, Freunde, ich glaube, hier ist nicht gut zu stehen. So. Dann werden wir das mal aus der Entfernung hier etwas entschärfen. Wäre natürlich cool gewesen, wenn da einer langgeschlappt wäre. Aber gut. Eines, da ist ja noch einer. Einer will ja noch mitspielen. So. Dann gehen wir mal hier vor. Weil sonst wird das nichts. Oh ja, der greift uns an. Hier Feierabend für die Jungs. Und der letzte macht das Licht aus. So, irgendwas treibt sich da hinten noch rum. Gut, das war's dann für diesen Teil. So, was ist da? Da leuchtet was. Okay, und wenn es leuchtet, dann ist das wichtig. Nein, ist es nicht. Wunderbar, wunderbar. Schön, schön. So, untersuchen. Nein. So, da drüben haben wir noch was. Okay. Okay. So, dann schauen wir mal. Das werden wir einsammeln. Und dann gucken wir mal, was wir noch haben. Den Kopfgeldeinsatz. Den Kopfgeldeinsatz. Genau, Kopfgeldeinsatz. Oh, Lieutenant Navarro. Navarro.
Die Kanonen von Navarone. Dann würde ich doch sagen, aktivieren wir das Ganze. Oh, da hat die große Granatwerferbumme. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht so sehr. Aber den Kollegen nehmen wir noch mit in dieser Folge. Dann würde ich doch sagen, gehen wir hier zu dem Safehouse. Nehmen wir sozusagen Scheuers Lufttaxi, von denen man ja in letzter Zeit so viele rumfliegen sieht. So. Hier raus, rechts rum. Sie nähern sich dem Ziel. Ja, wer hätte es gedenkt? So, wo versteckt er sich? Wo versteckt er sich? Ach du Schande, da stehen die Buben ja schon wieder. Hätten wir ja beinahe nicht aufgepasst. Die machen Aua. Die machen Aua. So, wo müssen wir rein? Das ist wieder so ein Dingens hier. Das war noch dieses, wo man hier einmal rum ist. Ach, ist das dieses Wasserdingens? Ja, das wird das sein mit dem Wasser, Wasser, Wasser. Stopp. So. Stopp. Und dann hier lang. Und dann hier lang. Ja, und dann sind wir schon da. Dann sind wir schon da. Genau. So, dann ist die Frage, wo werfen wir unser Geschütz hin? Finger ist da hoch. Das ist gut. So, da oben muss noch Indianer sein. Ein Indianer. Waffen im Anschlag. Ah, jetzt kommen sie da raus. Okay. Ja, das war diese Geschichte hier mit dem Hydro. Mit dem Wasser. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Ja, da gibt es Munition. Munition, Munition. So, immer vorsichtig. Weil hier geht es, glaube ich, weiter. Ja, okay. So, die Drohne regeneriert. Aber soweit passt es. Ja, jetzt müssen wir wieder hoch. Dann wird es spannend. Da hat mir irgendeiner einen Fax geschickt, so wie es sich anhört. So, auch hier gibt es wieder auf zu munitionieren. Nee, es gibt Medikits. Okay. Immer vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Mit den Buben ist nicht zu spaßen.
So, sind die da drüben? Ah, ja. Okay. So wusste ich es doch, da kommt dann wieder einer rumgelaufen. Und meint, er weiß es besser. Huch, ist das ein Geldautomat oder was ist denn das hier? Sie haben das Ziel gefunden, Agent. Soll mich das beruhigen? Ja, der lungert doch wieder da drüben rum in diesem dritten Häuschen. Da schon angelaufen. Ja. Gut. Oder auch nicht. Nee, da kann man keine Handgranate werfen. Und mit der Raketenwerfer macht auch keinen Sinn. So, die Leute kommen noch einer. Aha. Was macht Droni? Okay. Und da kommt das nächste Fax. So, traue ich mich? Traue ich mich nicht? Ich traue mich nicht. Aber auch wieder alles so dunkel. Da läuft er. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Und wieso da eigentlich zwei so Dinger? Kommt er jetzt? Kommt er nicht? Traut er sich? Traut er sich nicht? Ja, klar. So, meine Frage ist jetzt eigentlich... Ach, du Schande. Aha. Was ist denn das hier da noch? Ups. Oh oh, das gefällt mir gar nicht. Wie kriegen wir denn das am geschicktesten jetzt hin? Oh, nehmen wir erstmal das Ding hier mit. Wie machen wir das am geschicktesten? Ja, die Drohne soll sich mal hier ein bisschen einschalten. Okay. Aha. So, mal schauen, ob er das Geschütz hier was machen kann. Ob es ihn beschäftigen kann. Okay. Kommt er jetzt rum oder kommt er nicht rum? Gab auch mal eine Option von irgendwie da unten. Da gibt es irgendwie noch einen Hintereingang. Okay, ist er jetzt wach oder was? Ich glaube, wir müssen das Geschütz nochmal aufnehmen. Ist wieder irgendwie gut gepanzert. Dann müssen wir von hinten erwischen, ne? Ziel neutralisiert. Sie haben ein weiteres Ziel erwischt. Gut, Agent. Erstaufklärung abgeschlossen. Neues von unserem Freund.
Captain Lewis bewegt sich zwischen dem Weißen Haus und dem Schloss. Schloss? Die Schlosssiedlung? Ja, Sir. Was ist mit dem DC-62? Seit Wilsons Angriff hat es umfangreiche Dekontaminierungsaktionen gegeben. Die Siedlung wird sicher bald wieder öffnen. Naja, gut für Sie. Wally wurde auch im Schloss gesehen. Logisch. Sie standen sich immer nahe. Sonst gibt's nichts Neues. Natalia würde das gerne von Ihnen hören. Könnten Sie sie anrufen? Das bringt nichts. Sie möchte aber Sie sprechen. Ich aber nicht. Warum nicht? Sie macht mir eine scheiß Angst. Sehr schön. Am Telefon. Okay, so, Lieutenant Bantam. Also, wir haben soweit jetzt alles hier abgearbeitet und Ziel gefunden. Kopfgeldeinsatz verfügbar. Pontomac Event Center, Lieutenant Bantam. Aber das werden wir uns dann mal ganz kurz hier ansehen. Okay, genau. Und hier ist das Event Center. Da werden wir aber erst in der nächsten Folge hinkommen. Und bis dahin bedanke ich mich wieder mal bei euch. So, bringen wir uns ein bisschen ins Licht und ins Rampenlicht. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Oh, wir kriegen noch einen kleinen Stufenaufstieg. Und Heißsporn-Kieschoner. Ja, sehr schön. Also, der Kollege hier freut sich. Unser Ranger ist bereit für den nächsten Einsatz. Aber nicht mehr in dieser Folge, sondern in der nächsten. Und bis dahin sage ich wieder mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Kommentar oder ein Däumchen freuen. Und ein Abo würde natürlich dem Kanal auch gut zu Gesicht stehen. Nichtsdestoweniger verbleibe ich wie immer. Bis zum nächsten Mal und sage Tschüss, ciao, cheerio, euer Badenfarmer.